Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Top Life, dem Magazin zum Leben. Heute wollen wir uns Gedanken machen über das Thema Selbstwert und ich möchte diese Gedanken nicht alleine machen. Bin froh, dass bei mir im Studio Raimund Fuchs ist. Hallo, ich freue mich auch. Herzlich willkommen. Thema Selbstwert. Ja, vielen ist es eben nicht bewusst und ich bin davon überzeugt, dass das eine der grundlegenden Fragen ist in unserem Leben. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass jeder weiß, dass er wertvoll ist, obwohl wir in einer Zeit leben heute, die uns eher zum anderen führt. Kann schon von der Kindheit an beginnen, dass die Eltern sagen, du greif nichts an, lass es lieber, ich mach's für dich, du kannst das eh nicht. Du machst alles kaputt, mhm. Du bist nichts wert. Letztlich ist das also eine grundlegende Frage, die der Mensch hat. Es ist ein Bedürfnis, das so lebenswichtig ist, dass man alles andere letztlich erst so richtig glücklich empfindet, wenn dieses Grundwertgefühl, ich bin wertvoll, gestillt ist. Es ist also so, dass letztlich dann der Mensch, wenn er diese Grundwerte hat, erst so richtig umgehen kann mit anderen Problemen zum Beispiel, auch in der Art und Weise, wie er Kritik aufnimmt, wie er sich gibt mit dem anderen und so weiter. Das hängt so eng alles letztlich mit unserem Selbstwert zusammen, dass wir, glaube ich, noch mehrere Sendungen machen müssen zu diesem Thema. Selbstwert, was ist das? Das ist also letztlich eine tiefe, wahre Wertschätzung der eigenen Person, eine echte, fröhliche Selbstannahme, die ein inneres Glücksgefühl auslöst. Es geht also hier nicht darum, dass man sozusagen über sich selbst was sieht, was nicht richtig ist, oder Stolz oder Überheblichkeit oder man spricht auch von Narzissmus. Mhm. Narzissmus, da kommt das Wort Narzisse her. Das ist also eine Sage gewesen, wo früher ein Jüngling sich im Teich in sein Angesicht gesehen hat und in sich selbst verliebt hat. Mhm. Und als Strafe wurde eine Blume, eine Narzisse. Also es geht nicht darum, Selbstwert zu bedeutet, dass ich mich in mich selbst verliebe oder dass ich da stolz werde oder überheblich bin, sondern es geht um eine gesunde Annahme, um ein gesundes Gefühl der Würde, der Zugehörigkeit, der Wertschätzung und letztlich auch einen gesunden Sinn für Menschenwürde. Mhm. Darum geht's eigentlich. Das heißt also, es gibt Extremen in beide Seiten. Es gibt auf der einen Seite Menschen, die sich für unwürdig erachten oder die meinen, dass sie nichts wert sind. Und dann gibt's andere, wie in dieser Geschichte über die Narzisse letztendlich, wo Menschen zu betont der Meinung sind, dass sie zu wertvoll sind. Kann man zu wertvoll sein oder dass sie sich halt zu wichtig nehmen? Na, zu wertvoll kann man nicht sein. Es ist einfach so, dass man über diese Überheblichkeit, dieser Stolz ja auf einer ganz anderen Ebene okay. ist. Okay, da geht es dann um den Stolz, der daraus resultiert. Genau. Es geht also jetzt darum, dass wir den Menschen und auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen ganz bewusst machen darf oder möchte, sie sind wertvoll. Wir haben über das Thema Selbstwert gesprochen und darüber, dass es da zwei Extremen gibt. Die einen, die meinen, dass sie nichts wert sind und die anderen, die dann stolz sind, weil sie sich zu wichtig nehmen. Ja, wobei wir heute mehr über das Thema reden, dass sie zu wenig Selbstwert haben, die Menschen. Und das Problem ist eben, dass wenn ein Mensch nicht weiß, dass er anderen etwas wert ist, dann geht er innerlich zugrunde. Er vertrocknet eigentlich. Wenn das Wertgefühl nicht mehr in Ordnung ist, zeigen sich Störungen des seelischen Lebens. Er wird versuchen, irgendwie ein Gleichgewicht herzustellen. Mhm. Und da liegt das Urproblem eigentlich, nicht? So wie man es oft macht, nicht? Wenn man merkt, man kann nicht gut Fußball spielen, dann wird man halt vielleicht gut zeichnen können und dann tut man halt mehr zeichnen und sich da also sozusagen ein bisschen herausheben aus den anderen. Und das Problem heute ist eben auch, dass die Menschen auch im Seelischen das machen, nicht? Also wenn sie zum Beispiel jetzt kein Selbstwertgefühl haben, dann kann es ihm sein, dass sie zum Beispiel die anderen mehr kritisieren. Aha. Ja, also wenn ich also den anderen höher sehe als ich selber und ich habe also wenig Selbstwert, dann muss ich den anderen runtermachen, damit dass ich selber höher bin. Genau so ist es. Mhm. Und da ist es um das Thema die Kritiksucht, Klatschsucht und so weiter. Dann zieht sich der Mensch einfach zurück. Es ist auf der einen Seite die Art, wie er dann ist. Zum Beispiel spielt er einen Clown, er spielt einen Kasperl, er ist immer im Mittelpunkt. Und warum? Ja, damit ihn wenigstens die Leute beachten. Mhm.
Das kann so weit gehen, dass er sich zurückzieht und in eine Krankheit flieht und eigentlich gar nicht gesund werden möchte. Denn wenn er krank ist, wird er wenigstens beachtet. Dann wird er besucht. Da ruft man ihn an und fragt, wie geht's da? Bisschen wertvoll ist er dann. Kriegt er ein bisschen ein Selbstwertgefühl. Wenn er gesund ist, schaut ihn keiner an. Und darum flieht man dann oft in verschiedene Situationen, wie zum Beispiel eben Krankheit oder in Drogen oder in Alkohol und egal was auch das ist, man versucht also irgendwie das zu kompensieren. Aber letztlich krankt's am Selbstwert. Und ich glaube, das ist das Problem, das wir heute haben, allgemein, dass man einfach irgendwo versucht, ein typisches Beispiel ist auch, dass die Leute sich in Extreme flüchten. Ja, sie werden dann entweder extrem rechts oder extrem links, in der Religion werden sie dann extrem und das ist letztlich ein Mangel an Selbstwertgefühl, denn wenn ich jetzt extrem bin und anders bin als die anderen, dann werde ich beachtet. Das heißt, man versucht durch Taten wertvoll zu sein. Dadurch, dass man etwas tut, wird man als wertvoll geachtet. Ja, und wenn es was anderes ist, was die anderen sind, dass man außerleuchtet. Auffällige Taten. Zum Beispiel, wenn einer mit einer genagelten Lederjacke kommt und mit einer grünen Haarsträhne extrem sich anzieht, sein Outfit extrem macht, ist letztlich ein Mangel an Selbstwertgefühl. Ob das jetzt, man behängt sich mit Klunker oder was auch immer, malt sie an bis zum geht nicht mehr, nur damit man angeschaut wird. Weil sonst schaut mich keiner an. Ich möchte heraus aus diesen aus all dem, was der Alltag ist, und damit werde ich beachtet. Das fängt in Kindheit an schon, dass er da gerade immer wieder in der Schule den Mittelpunkt, wenn er noch so einen Blödsinn macht, dann kriegt er wenigstens ein Watschen, aber diese Watschen ist wenigstens eine Zuwendung. Sonst mag mir ja keiner. Es geht sogar so weit, dass man wirklich total negativ auffällt sozusagen, um wenigstens irgendwie aufzufallen, wenn es schon nicht gelingt, deren Liebe zu bekommen zum Beispiel. Genau. Darum wird es sehr wichtig sein, dass wir jetzt dann darüber reden, wie kriege ich so ein gesundes Selbstwertgefühl. Gell? Wir haben festgestellt, dass es eine Herausforderung ist, wenn viele Menschen nicht bewusst ist, dass sie etwas wert sind und dass das weitreichende Folgen hat, dass sich manche Menschen in Krankheit fühlen, in Krankheit fliehen sozusagen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich denn eigentlich zu einem Selbstwert? Das ist eine wichtige Frage und ich denke, man kann eine kleine Übung machen. Ich möchte Sie alle ermutigen, ganz bewusst am Morgen in den Spiegel zu schauen. Aber nicht, ja, viele sagen, ich kann mich nicht sehen. Ja. Und da fängt schon an und da merkst du schon, dass du kein Wertgefühl hast. Aber mir geht es jetzt nicht darum, dass du dich anschaust und sagst, ich sollte mich eigentlich mit der und der Schauspielerin vergleichen, die bin nur so schier und so weiter, die Nosen. Und um das geht's nicht. Sondern es geht darum, dass du dich einmal ganz bewusst beobachtest, wie wertvoll du eigentlich bist, dadurch, dass du ein Geschöpf bist, dass du geschaffen bist. Schau dir zum Beispiel einmal dein Auge an. Und überleg dir mal, was das für ein Wunderwerk der Natur ist. Ein Geschöpf ist, das gewaltig ist. Also das Auge zum Beispiel ist ja etwas Faszinierendes. Man kann jedes Organ durchgehen. Wenn es heißt Wunderwerk der Natur, dann bin ich davon überzeugt, ja, zum Beispiel, man sieht eine Uhr und sagt, boah, das ist ein Wunderwerk der Technik. Ja, wer ist die Technik? Der das gebaut hat. Na sicher. Und so ist es auch beim Schöpfer, der uns geschaffen hat. Und wir sind wirklich toll geplant. Und ich möchte das einmal ganz bewusst herausgreifen. Zum Beispiel eben dieses Zitat des, Begründer der Evolutionstheorie, Charles Darwin, wirklich von sich selber aus gesagt hat. Man findet das in dem Buch Origin of Species, Seite 167. Und da sagt er die Vorstellung, dass sich das menschliche Auge mit all seinen unnachahmlichen Vorrichtungen, nämlich zum Einstellen der Schärfe auf verschiedene Distanzen, der Regelung verschiedener Lichtstärken und der genialen Möglichkeit der Korrektur sphärischer und farblicher Abweichungen, dass das durch natürliche Auslese sich entwickelt haben soll, scheint mir, und das bekenne ich mit aller Deutlichkeit, in höchsten Grade absurd. Das heißt also, dieses Wunder der Schöpfung, sprich jetzt einmal nur das Auge, zeigt uns, ich bin wertvoll. Und das ist eine Tatsache. Das ist jetzt nicht ein Gefühl, von dem ich abhängig bin, weil manche fühlen sich nicht wertvoll, weil der andere gesagt hat, du bist nicht wert und so weiter. Wir lassen uns da ein bisschen frei und nicht so abhängig von den anderen,
sondern horchen jetzt wirklich einmal auf den Schöpfer. Und der sagt mir, du bist wertvoll. Ich muss mir das mal vorstellen. Und das möchte ich einfach einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor Augen stellen. Es gibt ja dieses moderne Wort heute, Intelligent Design. Mhm. Ja, das heißt also, dieses Schöpfungsgebilde ist etwas wirklich intelligent Geschaffenes. Und man muss sich einfach nur mal ein bisschen damit auseinandersetzen, ob das jetzt der Daumen ist oder ob das jetzt das Blut ist oder der Kreislauf ist, das Herz ist oder was auch immer es ist. Es ist einfach so, und wenn du so ein Baby anschaust, muss man sagen, es ist ein Wunder und jeder schätzt das Baby, aber wenn es dann einmal so groß ist wie wir, dann sind sie auf einmal nicht mehr wertvoll. Wie sind wir denn entstanden? Machen wir das einmal als Beispiel. Wie sind wir entstanden? Kannst du dich noch erinnern? Na? Nicht wirklich. Machen wir mal ein Beispiel. Jetzt stell dir vor, die Eizelle ist also ungefähr so groß wie eine Orange, mhm, und die Samenzelle, also winzig, winzig klein, Staubkörnchen, gell? Und du müsstest also jetzt als Samenzelle unter Millionen anderer Kollegen und Kolleginnen die Eizelle treffen. Die Länge ist ungefähr in dem Verhältnis Calais-Dover. Du musst schwimmen, ja. In einem dunklen Tunnel, du weißt also nicht, wo oben und unten ist, und dann gibt's zwei Röhren, du weißt also nicht, wo das Ei ist, rechte oder das linke, und dann gibt's also wahnsinnig viel, da gibt's ein eigenes Buch darüber, negative Elemente, zum Beispiel eben, du bist alkalisch, aber die Scheide ist sauer, und das du kannst nicht lange überleben, also dann die Flimmerhärchen gegen dich, jetzt musst du da kämpfen. Und du hast gesiegt. Gegen Millionen anderer, Goethes und Schillers, die neben dir geschwommen sind, bist du Sieger gewesen. Das ist ja allein ein Wunder, wenn dann diese Eizelle mit der Samenzelle zusammenkommt. Dann gibt's plötzlich einen Mechanismus, den der Schöpfer gegeben hat, dass nicht eine zweite Samenzelle oder eine dritte noch hineinkommt. Dann wird das also wirklich, also das ist faszinierend, bis zum Teil, wo man dann sagt, jetzt teilen sich die beiden und werden zwei. Die zwei werden vier, die vier werden acht Zellen und so weiter. Und auf einmal weiß eine Zelle, ich werde ein Herz. Muskel. Eine andere Zelle weiß, ich werde eine Nase, einen Knorpel, ich werde das und das. Bis dann einmal das Kind entsteht, das ist so ein großes Wunder und so wertvoll, dass man eigentlich allein schon von dem Gedanken her sagen kann, ich bin wertvoll, egal was die anderen sagen. Und ich glaube, das müssen wir mal festhalten, dass letztlich der Mensch allein durch sein Entstehen, durch seine Schöpfung, die da wirklich einer von Millionen, erlebst du dann diesen Sieg, dass du dann letztlich das Wunder der Zellteilung und dann der Fötus, wo dann das Herz anfängt zu schlagen, das ist alles bis ins Detail hinein ein großes Wunder. Und das darf man nicht vergessen. Und das hilft mir, wenn ich mir das bewusst mache, ob ich mir jetzt das Auge anschaue oder den Geschmackssinn oder was auch immer es ist. Man wird eigentlich so dankbar dafür, dass man eigentlich sagen kann, ich brauche nicht einen Mercedes, um mein Wertgefühl zu heben oder irgendein anderes Statussymbol, sondern ich bin wertvoll, weil ich bin und nicht, weil ich etwas habe. Du hast vorher gerade von Statussymbolen gesprochen, die uns Wert geben. Welche Maßstäbe sind jetzt wirklich relevant, wenn es um Werte geht? Ja, horchen wir uns mal zuerst an oder überlegen wir uns zuerst einmal, was setzt die Menschheit heute ja für Maßstäbe? Was sagen die Leute? Wertvoll ist jemand, wenn er schön ist. Schön, also Schönheit, reich, erfolgreich. Reichtum zum Beispiel, dann bist du was wert, wenn du dann einen Ring hast oder das Haus hast und so weiter. Was sind noch für Maßstäbe da? Jugend zum Beispiel, nicht? Also wenn jemand alt ist, so wie ich, schaut keiner mehr an, oder dann bist du nicht mehr vermittelbar und was weiß ich auch, wenn du nicht mehr so gesund bist. Gesundheit wäre ja auch zum Beispiel so ein Maßstab, nicht? Also die Fitten, Gesunden, die sind wertvoller als die Kranken und und was auch immer. Oder Leistung, nicht? Man rechnet heute mit Leistung. Wenn du was kannst, dann bist wer. Wenn du nichts kannst, dann bist niemand. Das ist eigentlich schade, wenn man diese Dinge anschaut, ob das Reichtum oder Intelligenz ist. Man bleibt nur beim Thema Schönheit, nicht? Man stellt einmal vor, da habe ich also ein Video im Internet einmal gesehen von einer Frau, die ja zum Fotografieren fertig gemacht wird. Also zuerst schaut sie ganz bloß und Ding aus und dann wird sie geschminkt und dann wird alles Mögliche mit ihr gemacht, bis sie dann also eine ganz besondere, schöne Frau wird und dann wird sie fotografiert. Und dann fängt sie erst richtig an. Dann wird der Hals länger, dann kommen die Augenbrauen höher, die Ohren kommen ein bisschen anders. Und am Ende kommt sie dann aufs Plakat und jeder sagt, so schön möchte ich sein.
Dabei gibt's die Frau gar nicht. Das wird alles nur uns vorgegaukelt und letztlich glauben wir, wir müssen so sein wie die anderen, aber wird nie gehen. Drum sollen wir ein bisschen lernen, uns abzugrenzen und unabhängig zu machen von den Umständen, von den Menschen. Und wenn einer sagt oder uns heute heißt, ja, schön ist blond zu sein, wie eine Semmel, nicht? dann sagen wir, die Damen tun mir die Lade, wenn die jetzt alle sich umfärben müssen, damit sie jetzt momentan blond sind und dann ist auf einmal wieder rot. Ich muss da aus meiner Erfahrung erzählen. Mhm. Als ich jung war, du glaubst es nicht, aber es ist tatsächlich so, ich habe ein Bühl da, ich war ein blond gelockter Jüngling. Aha. Und weißt du, was ich für ein Problem gehabt habe? Ich wollte gerade Haare haben, meine Locken. Es war schwierig, diese Locken in gerade Haare zu bringen. Was habe ich nicht alles gemacht? Ich war nicht glücklich mit meinen Locken. Ich habe mit Haarnetz geschlafen. Ich habe mir Zuckerwasser in die Haare geschmiert, damit die Haare gerade werden. Und das hat für eine gewisse Zeit und für ein paar Stunden angehalten, aber ich war nicht glücklich. Und du siehst ja, was jetzt rausgekommen ist, nicht? Wir sind alle auch ausgegangen. Aber ich habe gelernt, mich so anzunehmen, wie ich bin. Und das ist etwas Wichtiges, weil wenn ich so nicht glücklich bin, wie ich bin, und ich möchte immer sein wie der andere, das ist eben das Problem der ganzen Situation, dass letztlich ich erleben muss, dass eben es Leute gibt, die tatsächlich schöner sind, die tatsächlich schlanker sind, größer sind, intelligenter sind und was weiß ich auch immer. Letztlich muss ich das auch respektieren, aber der Wert liegt ja nicht darin, sondern der Wert liegt in dem, dass ich einzigartig bin, dass ich eine Persönlichkeit bin, über das werden wir dann im nächsten Block genauer sprechen. Und dass wir uns da ein bisschen befreien von diesen äußeren Umständen, die uns da sozusagen suggerieren, was wäre wertvoll. Mhm. Und das Problem ist dann der Neid, dass man dann neidig ist auf den anderen und dann eben nicht glücklich ist. Nicht? Der andere hat zwei Auto, ich möchte auch zwei Auto haben, sein Garage oder sein Stereoanlage oder was auch immer ist so und so. Ich habe das nicht. Furchtbar ist das. Man ist also letztlich gar nicht glücklich. Ja, man hat gar keinen Frieden, weil man immer nur vergleicht und immer nur schaut, genau. und nie zufrieden sein kann. Genau, das ist es. Darum müssen wir wirklich festhalten, wertvoll ist man nicht, weil man etwas hat oder weil man etwas kann, sondern wertvoll ist man, weil man etwas ist, weil man eine Persönlichkeit ist. Und man hält sich, und ich möchte jeden ermutigen, an die Tatsachen. Und eine Tatsache ist eben, ich bin geschaffen. Ich bin geplant, ich bin gewollt. Und alles, was geschaffen ist, ist wertvoll. Besonders, wenn es dann einzigartig ist. Zum Beispiel, da hat jemand einmal im Hotel nicht aufgepasst und hat mit dem Koffer eine Vase umgeworfen und ist zerbrochen. Und der Hotelier schreit auf und sagt, passen Sie drauf, was? Sagt er, regen Sie nicht auf, was kostet die Vase? Sagt er, die ist nicht zu bezahlen, die gibt's nur einmal auf der ganzen Welt. Also, und das werden wir bei der nächsten Rubrik dann genau miteinander besprechen. Wir sind einmalig, wir sind einzigartig und nicht, weil wir jetzt so viel haben, sondern weil wir sind. Und das macht uns so wertvoll. Ja, das Problem ist nur, dass wir halt immer zu sehr auf die anderen schauen. Mhm. Dass wir immer rüberschauen auf den anderen, zum Beispiel, ich wäre so gern wie du, nicht? Oder wie der oder der. Was der andere hat und ist, wird immer auf uns eine magische Anziehungskraft ausüben. Das war schon damals im Sandkasten so. Mhm. Das Schaufel vom anderen war immer interessanter als dein eigenes Kübel. Ja. Und dann, ja, wirst du erwachsen. Jetzt müsste man eigentlich reif werden, nicht? Aber nein, gerade umgekehrt ist es. Wir schauen auf den anderen und sehen, ah, das möchte ich haben und so weiter. Und da ist das Problem bei der ganzen Sache, dass wir uns zu sehr von den anderen abhängig machen und vergessen, dass wir eigentlich einmalig und einzigartig sind. Und das sind Tatsachen. Das ist also nicht etwas, was ich sozusagen wie die positiven Denker den Leuten einsuggerieren möchte und sagen, ja, dann red er halt 100-mal am Tag ein, du bist schön, du bist schön, du bist schön, du bist schön, du bist allmächtig, du bist toll. Nein, es geht um Tatsachen, die wirklich da sind. Zum Beispiel eine Tatsache ist, was mich so fasziniert, ist der Fingerabdruck. Mhm. Es gibt keinen zweiten auf dieser Welt, der denselben Fingerabdruck hat. Ja? Und das muss uns einmal was bewusst sein, dass wir so einzigartig sind. Und noch viel intensiver ist der sogenannte genetische Code. Den hat man jetzt geknackt und man braucht von dir nur ein kleines Hautfetzerl oder ein Haar. Dieser einzigartige genetische Code, der letztlich, den hat kein anderer.
Den hat kein anderer. Und jetzt geht es also darum, dass man wirklich sagen kann, ich bin einmalig, ich bin einzigartig. Und in dem Augenblick, wo ich einmalig und einzigartig bin, bin ich wertvoll. Nicht? Und dann habe ich so ein schönes Gedicht gehört einmal, das heißt, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt so wie du es gerade tust. Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und deine Augen hast allein nur du. Du bist reich, egal mit oder ob Geld, denn du kannst leben. Niemand lebt wie du. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich festhalten dürfen. Du bist gewollt. Du bist ein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du. Der Schöpfer hat uns sozusagen einen Aufdruck gegeben. In der Bibel heißt es, und er schuf uns zu seinem Abbild, im ersten Buch Mose, zum Abbild Gottes. Und das macht uns auch so wertvoll, das ist auch eine Tatsache. Das heißt also, das Wort Abbild im Hebräischen ist das Wort Charakter. Wir haben eine Prägung, wir haben einen Charakter, wir haben etwas, was niemand anderer kann. Und das ist etwas, was wir festhalten sollten. Ich möchte zum Beispiel eben gerade den Wert auch darin sehen, dass man den Wert vom Designer bekommt, nicht? Also wenn du da Kritzikratz siehst und da drunter steht Van Gogh, für mich ist dieser Kritzikratz, weil ich bin eigentlich nicht bei den Malern und Künstlern daheim. Aber wenn Van Gogh drunter steht, dann ist das was wert. Wenn ich dieselbe Kratzelei selber mache, ja, ein Fuchs, dann keine Handcreme drauf. Das heißt also, der Schöpfer macht den Wert und gibt ihm dem Geschöpf. Wenn etwas designed by Porsche ist, ist das was ganz was anderes. Ja, dieses Designed by God ist etwas ganz Tolles. Wenn wir uns das bewusst machen, wir sind geschaffen von einem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der geplant hat, der uns gewollt hat. Das macht uns so wertvoll. Und gerade diese Prägung, und jetzt möchte ich das als ein Beispiel nehmen, die Münze, nicht? Die hat also eine Prägung. Ja. Und die macht eigentlich den Wert der Münze aus. Ja, weil da steht drauf, was sie wert ist. Genau. Schau her, jetzt habe ich da ein Geld. Was ist das für ein Wert? Das ist ein Papierl. Ein grünes Papierl, was steht da drauf? 100 Euro. Naja, wo ist der Wert? Im Papierl sicher nicht. Aber auf der Prägung, die Prägung ist es. So, und jetzt pass auf. Jetzt zerwutzle ich dieses. Ja? Ist es trotzdem noch wertvoll? Ja. Ja? Und wenn ich jetzt draufsteigen würde, ja, fest draufsteigen würde und in den Dreck schmeißen würde, wäre es trotzdem noch wertvoll. Wäre immer noch. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen müssen. Auch wenn die Leute auf uns herumtrampeln, auch wenn wir im Dreck des Lebens liegen, auch wenn wir zerknittert sind, wir sind trotzdem wertvoll. Nicht, weil der Umstand uns den Wert gibt, sondern weil wir selber die Prägung haben. Und interessant ist einfach gerade bei der Münze, je älter die Prägung ist, desto wertvoller ist sie. Und ob die Münze jetzt im Dreck liegt oder in Samt und Seide liegt, ist völlig wurscht. Wir müssen lernen, uns frei von den Umständen zu machen und einfach auf die Prägung achten, nämlich die der Schöpfer uns gegeben hat. Wir sind nach seinem Bild geschaffen, designed by God. Das ist aber so wichtig, dass wir das wirklich uns bewusst machen. Es ist eine Sache des Glaubens, es ist eine Sache der Einstellung. Wir sehen uns und wenn wir uns sehen, sehen wir den Schöpfer in uns, denn wir haben die Einzigartigkeit, genauso wie der Schöpfer, selbstständig zu denken, zu handeln, Entscheidungen zu treffen, etwas entstehen zu lassen, kreativ tätig zu sein. Das kann niemand anderer. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr festhalten müssen. Da habe ich so eine schöne Geschichte. Kennst du den Mephibosheth? Sagt man jetzt. Im alten Israel hat es ja einen König gegeben, David, der einen lieben Freund gehabt hat. Jonathan war sein Freund, den er sehr, sehr geliebt hatte. Und leider ist dieser Mann gestorben und er war sehr traurig darüber. Nun hat er irgendwann gehört, dass dieser Mann einen Sohn hat, Mephibosheth. Und dann hat er ihn eingeladen zu sich auf den Königshof. Und dann kam ein Krüppel
verkrüppelt an Beinen und Armen und David sieht ihn und sagt, du sollst an Ehrenplatz auf meiner Tafel sitzen, ganz vorne. Und dieser Mephibosheth hat gesagt, das verstehe ich nicht. Wieso, Sir, nehmen Sie einen Krüppel als einen ganz besonders wertvollen Menschen an? Und dann sagt er, weil ich in dir meinen Freund und Geliebten Jonathan sehe. Denn dieser Mephibosheth war ein Sohn von Jonathan und die Amme hat natürlich aufgepasst und im Laufen hat sie ihn mal verloren und dann ist er runtergefallen und hat also Arme und Beine gebrochen gehabt und die sind dann voll schwer zusammengewachsen, denn es war damals noch kein LKH da und so war er ein Krüppel geworden. Aber das Äußere macht's ja nicht aus, sondern das Innere. Und er war ein Sohn von dem Lieben, den er geliebt hat. Und er sieht in ihm immer wieder seinen Sohn, seinen Freund Jonathan. Und genau das ist es, dass wir eine Prägung haben, nämlich die Schöpferprägung. Und wir dürfen das ganz bewusst uns einmal deutlich machen. Aber es kommt sehr darauf an, was wir glauben, nicht? Natürlich, wenn ich glaube, dass ich ein Produkt des Zufalls bin, dann habe ich keinen Sinn und keinen Wert. Bin ich zufällig da. Ja. Es kommt also sehr auf meinen Glauben drauf an. Stell dir vor, du triffst jemanden, der am Hauptplatz auf allen Vieren dahergeht. Du sagst, was machst du denn da? Na, sagt er, geh einkaufen. Sagst du, warum gehst du auf allen Vieren einkaufen? Ja, ganz einfach, weil ich ein Esel bin. Naja, du lachst, nicht? Ja. Und fragst ihn, warum? Naja, der Nachbar hat gesagt, ich bin ein Esel. Und er glaubt es. Mhm. Und das lebt er dementsprechend. Natürlich lächelt man, aber so machen wir es. Die Leute sagen zu dir, du bist nichts wert, du glaubst es. Und am Ende bist du traurig und lebst dementsprechend danach. Und ich glaube, es kommt sehr auf unsere Einstellung drauf an, auf unseren Glauben. Was glauben wir? Glauben wir an die Tatsachen oder glauben wir an das, was die anderen sagen? Und wenn wir an die Tatsachen glauben, dass wir zum Beispiel eben eine Prägung haben, dass wir wertvoll sind, dann wird uns das helfen, dementsprechend auch mit negativen Dingen, mit Problemen, mit anderen Umständen umzugehen. Und wir werden dann auch den anderen viel mehr noch lieben und wertschätzen können, der ja auch eine Prägung hat. Und wenn wir so einander begegnen, weil du hast ja auch so wichtige Augen und so was Einzigartiges. Und wie er gesungen hat, nicht? So wie du lächelst, das kann man nicht imitieren. Du bist du und ich bin ich und jeder hat so seine Persönlichkeit. Ja, so sind wir eigentlich aufgerufen, uns gegenseitig im Ringen um das Wertgefühl zu helfen. Und einander ganz bewusst wertzuschätzen. Und nicht nur, weil wir etwas Gutes getan haben. Zum Beispiel, du bist wertvoll, weil du ganz tolle Suppe gekocht hast oder gute Radiosendung gemacht hast oder so. Sondern frei von Leistung. Wertvoll, weil du bist. Und diese Einzigartigkeit des anderen einfach ganz bewusst machen. Das kannst du einmal beginnen bei deiner Frau zu Hause, bei deinen Eltern, bei den Kindern, in deiner Familie, weil du die ja lieb hast. Und ich glaube, dieses Wertschätzen ist so wichtig. Und das brauchen wir wie das Wasser in unserem Leben. Und dann können wir ganz bewusst auch andere wertschätzen. Und natürlich, wenn ich selber weiß, wer ich bin. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns da ein bisschen frei von Umständen machen und hingehen zu dem, der uns wirklich wertvoll gemacht hat. Und ja, für diejenigen, die dann wirklich Christen sind und glauben, gibt es ja noch einen Aspekt, nämlich er ist für uns gestorben. So wertvoll sind wir in seinen Augen. Aber das muss man annehmen können. Aber es ist ein gewaltiges Wertgefühl, das wir da geben oder bekommen können. Das heißt also, wir sind ermutigt, einander Wert zu schenken, einander Wert zu geben, aber eben nicht ganz bewusst, nicht aufgrund der Leistung, sondern aufgrund dessen, was er ist. Da habe ich ein Gedicht gelesen von einer lieben Frau, die ich sehr schätze und die mein Leben sehr geprägt hat. Das ist meine eigene Mutter. Die hatte so vieles erlebt in ihrem persönlichen Leben und das hat sie so in einem Gedichtband zusammengefasst und da sagt sie, du brauchst nicht viel Worte, einem Menschen Freude zu machen. Schenk ihm nur ehrlich dein fröhliches Lachen. Du, das kann Felsen sprengen, das ist wahr. Auch die dunklen Wolken müssen weichen sogar. Es kostet nicht viel, aber ist Goldes wert und zu dir kommt's zurück, was du anderen beschert. Schau, auf der Welt gibt es sehr, sehr viel Schmerz. Darum lächle, schenk Freude und hab ein fröhliches Herz. Ich denke, das ist so ein Wort der Ermutigung für uns, dass wir auch einander dementsprechend richtig begegnen. Vielen Dank
für das Gedicht und für die wertvollen Gedanken. Danke, dass du heute bei uns warst. Gerne. Und ja, wir laden dich gerne wieder mal ein zu einem anderen Thema. Natürlich freuen wir uns auch, wenn wir ein Feedback bekommen, wenn Sie sich melden zur heutigen Sendung. Wenn es noch Fragen gibt, leiten wir die auch gerne an dich, Raimund, wieder weiter. Gerne, ja. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir von Ihnen auch ein Feedback bekommen zur heutigen Sendung. Wir sagen danke fürs Zuhören. Ja, alles Gute fürs persönliche Leben. Und bis zum nächsten Mal. Es verabschieden sich Raimund Fuchs und Gregor Koper. Auf Wiederhören. Unter awr.at finden Sie unser Angebot des Monats. Vorbei, klicken lohnt sich.